Kamera läuft. Ja, das ist doch gut. Ja, rote Jacke, fast, naja, rot nicht, aber so ein bisschen Rosé und Magenta oder was ist das hier? Die Farbe heißt, wie hieß Dark das? Red Matte. Dark Red Matte und ich habe gesagt Bordeaux Rot. Super. Und weil immer wieder die Frage kam, wie baut man eigentlich das Hinterrad aus bei einer Rohloff E14? Kannst du das mal zeigen? Machen wir das jetzt. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal und schön, dass du wieder dabei bist. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du wärst auf einer Fahrradtour und du musst leider Gottes dein Hinterrad ausbauen bei deiner Rohloff E14 und fragst dich so, jo, wie geht das denn? Also ich wollte das wohl mal machen oder würde das machen, wenn ich denn einmal gesehen hätte, wie es überhaupt funktioniert. Meistens ist es ja heutzutage so, Rohloff E14, dann haben wir auch einen Zahnriemen. Wie verhält sich das mit der Spannung und so weiter? Und all diese Punkte, die klären wir im Laufe des Videos. Ich habe ja auch ein Werkzeug mitgebracht. Das kannst du dir kaufen, klar, aber auf einer Fahrradtour wäre das viel zu groß. Also von daher müssen wir mal gucken, ob wir das auch so hinkriegen. So, und ich habe jetzt den Vorteil, dass ich hier einen Montageständer habe, aber meine Tasche, also Packtasche und Co. würde ich erstmal entfernen. Ja. Bevor du irgendwas an dem Fahrrad machst, also alles, was lose ist, entfernen. Dann kannst du das Rad auf den Kopf stellen oder wie auch immer. Stopp! Auf den Kopf stellen? Bist du wahnsinnig? Die Bremsen! Wollen wir uns nicht verrückt machen. Haben wir alles schon ausprobiert und gemacht und getan und so weiter. Wenn dein Rad intakt ist, und das sollte es vor einer Fahrradtour ja eh immer sein, und einmal im Jahr zur Wartung zum Fahrradhändler, dann passiert auch nichts mit deinen Bremsen, weil wenn da eine Luftblase drin ist, die sich dann in die andere Richtung bewegt und deine Bremse danach nicht mehr richtig funktioniert, dann kannst du dir auch sicher sein, dass an deinem Bremssystem irgendwas nicht in Ordnung ist. Und was wir als allererstes machen, ist, dass wir die Riemenspannung hier vorher und hinterher einmal prüfen. Das hier ist ein Werkzeug, damit arbeiten wir in unserer Werkstatt. Wenn wir eine Wartung machen oder ein Hinterrad ein- und ausgebaut haben, prüfen wir damit immer die Riemenspannung. Ich habe aber ja eingangs schon erzählt, dieses Werkzeug kannst du nicht mit auf einer Fahrradtour nehmen. Das wäre völlig übertrieben und das muss auch ohne Werkzeug gehen. Und darum baue ich das Hinterrad gleich einfach so aus. Und ich baue das auch einfach so wieder ein. Das Einzige, was ich machen möchte, ist einfach mal zu gucken, wie verhält sich das überhaupt mit der Riemenspannung. Weil das ist ja immer die große Frage, kann ich denn mein Hinterrad ein- und ausbauen und ist die Riemenspannung dann noch in Ordnung, sodass ich zumindest bis nach Hause fahren kann. Das sollte nämlich erstmal gegeben sein. Und wir gucken uns das mal an, wie sich das verhält. Also ich weiß es auch nicht. Und ja, darum fange ich jetzt einfach an. Du siehst das hier, wir haben hier drei verschiedene Bereiche, Rot, Grün und Gelb. Grün wäre natürlich optimal, Rot ist deutlich zu lose, Grün ist perfekt. Und wenn wir in den gelben Bereich kommen, ist der Riemen deutlich zu stramm. Ein zu loser Riemen hat halt immer den Nachteil, das könnte überspringen, das könnte zum Sturz führen, ist also gefährlich. Ein zu strammer Riemen fährt garantiert auch, nur würde einfach zu erhöhten Verschleiß führen und vielleicht zu Folgeschäden, die keiner haben möchte. Darum ist die Riemenspannung schon wichtig. Ich messe jetzt die Riemenspannung an vier verschiedenen Punkten. Ich sehe hier schon, die ist kurz vom gelben Bereich. Ich drehe jetzt einmal eine halbe Umdrehung. Hier sind wir sogar kurz im gelben Bereich. Nochmal im grünen Bereich. Und hier sind wir schon wieder im gelben Bereich. Aber wir sind auch kurz vom grünen Bereich. Das Rad ist niegelnagelneu. Das Ganze setzt sich auch immer noch mal. Darum würde ich das schon als völlig in Ordnung anerkennen. Habe ich noch eine Frage. Ja. Ist das egal, ob du jetzt die Riemenspannung musst? Machst du das von unten oder kann ich das auch von oben? Kann man auch von oben. Also am wichtigsten ist, dass man es überhaupt prüft. Man kann das auch mit Daumen und Zeigefinger machen und sagen und das im Gefühl haben. Also man weiß ja, wie sich es gut anfühlt. Man weiß, wie das Fahrrad gut fährt. Und nur ein gut eingestellter Riemen ist auch wirklich geräuschlos und fühlt sich gut an. Also wenn der Riemen zu stramm ist, das fühlt sich nicht gut an. Und wenn er zu lose ist, hatte ich ja eingangs auch gesagt, dann würde er überspringen. Das knallt wie verrückt, wenn ein Riemen überspringt,
habe ich selbst auch mal erlebt, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es dieses Werkzeug auch noch nicht, da gab es aber eine App. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es diese App auch immer noch. Und da kannst du wirklich mit deinem Smartphone die Riemenspannung prüfen, klingt verrückt und komisch, über die Frequenz. Also wenn man das hier hört, ähnlich wie bei einer Gitarre, diese Schwingungen, die kann man mit dem Mikrofon vom Smartphone messen und dann kann man auch sagen, so ja, der Riemen passt oder passt nicht. In der Fahrradwerkstatt ist es fast unmöglich, das mit einer Geräuschmessung zu machen, weil es einfach deutlich zu laut ist. Und auch draußen kann ich das absolut nicht empfehlen, weil du hast da Windgeräusche, da ist einfach viel zu viele Umgebungsgeräusche, dass man es damit messen kann. Und auch Hersteller wie Rohloff raten davon ab, diese App zu verwenden und sagen, ja, wenn es möglich ist, nutzt das Werkzeug. Aber letztlich lieber Frequenz messen als gar nichts messen, ne? Oder halt einfach ein gutes Gefühl haben, das hilft auch. Ich baue das Hinterrad jetzt einmal aus und auch gleich wieder ein und zeige dir alle Schritte, die du dabei beachten musst. Und dann messen wir auch nochmal die Riemenspannung. Wir haben ja hier die E14, die Rohloff E14. Und hier ist ein Stecker und den trenne ich einmal. Der sitzt wirklich stramm zusammen, also wirklich mit Gefühl. Am besten auch nur am Stecker anfassen und dann einmal tüchtig ziehen und dann hast du es schon in der Hand. Das war die Sache und jetzt können wir schon fast das Hinterrad ausbauen. Zum Ausbauen, ich mache das mit einem ganz einfachen 5 mm Inbusschlüssel. Dafür müssen wir aber einmal auf die andere Seite. Hier haben wir ja einmal diese Führungsrolle und hier haben wir die... Die Steckachse, die in dem Fall mit einem 5 mm Inbus gesichert ist. Ich löse sie jetzt einfach mal, aber wir müssen auch die Spannrolle entfernen, damit wir den Riemen hier auch von dem Ritzel nehmen können. Darum muss ich das Ganze wirklich einmal lösen. In deinem Fall würde das Rad vielleicht auf dem Kopf stehen. Ich will mal gucken, ob hier jetzt schon genügend Platz entsteht. Also hier ist auch so eine Verdrehsicherung in meinem Fall. Ja, hier ist genügend Platz, so dass ich die Achse gar nicht ganz rausnehmen kann. Und jetzt lasse ich das Hinterrad langsam nach unten raus. Du siehst schon, der Riemen wird gut lose. Also da ist genügend Luft, um den wirklich vorsichtig vom Ritzel zu entfernen oder von der Riemenscheibe zu entfernen. Und schon habe ich das Hinterrad in der Hand. Ja, das ist eigentlich alles. Jetzt würde halt der Part in deinem Fall vielleicht folgen vom Reifenwechsel, von der Schlauchreparatur, was auch immer. Das haben wir aber auch in anderen Videos schon mal gezeigt. Und darum kann ich eigentlich direkt wieder loslegen mit dem Einbau. Und damit wir wirklich reale Bedingungen haben, ich drehe das hier alles mal. Ich lege auch den Riemen anders auf die Scheibe. Also auch das muss alles so sein, als wäre das am Straßenrand quasi. Und dann kann ich noch mal einmal zeigen, worauf du achten musst. Du hast hier einmal so eine Verdrehsicherung. Da musst du halt darauf achten, dass die wieder richtig im Ausfallende ist. Und letztlich diese Riemenleitrolle hat auch eine Verdrehsicherung. Kann man jetzt schwer erkennen vielleicht im Video. Aber wenn du dir das zutraust, das Hinterrad auszubauen, dann glaube ich, hast du so viel Verständnis dafür, dass hier Verdrehsicherungen sind. Damit das für mich noch ein bisschen einfacher ist, drehe ich das Rad jetzt einmal auf den Kopf, weil dann habe ich auch die Gewissheit, dass das Hinterrad wirklich bis Anschlag im Ausfallende ist. So sitzt es nachher dann auch genauso, so wie ich es ausgebaut habe. Jo. Ja. So. Ja. So habe ich es noch einen Ticken leichter. Und ich starte als allererstes, muss ich natürlich darauf achten, dass der Riemen wirklich exakt auf dem Kettenblatt liegt und jetzt lege ich den Riemen einfach wieder auf die hintere Riemenscheibe. So. Und positioniere schon mal die Leitrolle so, wie sie sitzen muss. Man muss immer so ein bisschen darauf achten, wenn man andersrum schraubt, dass man sich hier nicht versieht mit oben und unten. So, weil jetzt kann ich ein bisschen Druck ausüben aufs Hinterrad und mich nochmal vergewissern, ob es wirklich richtig sitzt. Befestige quasi die
Achsmuttern. Lausche einmal, ob die Bremsscheibe freiläuft. Das tut sie auch. Und weil ich es ja ganz genau nehme und ich hier die Möglichkeit habe, nehme ich noch einmal den Drehmomentschlüssel und ziehe die Steckachse. Halt den Bus richtig fest, den Drehmomentschlüssel, du. Echt. Mit 8 Newtonmeter fest. Das haben wir auch gemacht. Dann muss eigentlich nur nach der Steckerretour. Wollen wir das zeigen oder nicht? Ja, das zeigen wir. Muss richtig knacken, ne? Genau. Das sitzt schon. Sitzt auch gut. Jo, alles im grünen Bereich, ne? Also hier sieht es gut aus. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast. Ja, das hier auf sehen. Jeden Fall schön mittig im grünen Bereich. Ja, am obersten Ende vom Grün. Hier sind wir ganz leicht im gelben Bereich, was ich aber auch in dem Fall akzeptieren würde. Hier sind wir wieder im grünen Bereich. Also, sieht gut aus, wie es für ein Neurad gehört, ne? Ah, das ist auch ein bisschen gelb. Ja, aber ganz kurz davor. Also eigentlich ist es so optimal. Man hat halt immer einen strammsten Punkt, wie bei einer Kette auch einen strammsten und den lockersten Punkt. Das ist ja bei einer Kettenschaltung ein bisschen anders. Da wird die Kette ja immer auf Spannung gehalten, ne? Ja. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Also Kettenschaltung, wir haben ja ein Video gemacht letztens. Da haben wir darüber gesprochen, so wie gut ist oder was kann die Kettenschaltung, was kann ich erwarten und wie ist sie zu empfehlen oder nicht. Und ein Vorteil, den ich gar nicht erwähnt habe, das ist das Thema Kettenspannung, weil bei einer Kettenschaltung, da ist die Kettenspannung völlig egal. Also wenn dich das Thema generell interessiert, so das Thema Fahrrad oder Kettenschaltung oder kaufe ich mir ein Rad mit Rohlauf oder ein Rad mit Kettenschaltung, guck dir auch gerne das Kettenschaltungsvideo an. Dieter, der wird das hier vielleicht einblenden oder... Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber Dieter regelt das schon. Alles oder Infobox. Ja. Genau. Oder einfach im Kanal gucken. Aber zur Riemenspannung noch mal kurz. Wie gesagt, ich habe jetzt mindestens an vier verschiedenen Punkten gemessen. Ich war einmal ganz kurz im gelben Bereich und ansonsten überwiegend im grünen Bereich. Und ich habe ja eingangs auch gesagt, so die Spannung beim Neurad ist in Ordnung, auch wenn es mal ganz kurz oder an einer Stelle im gelben Bereich reingeht, weil es setzt sich eh alles noch einmal. Und das ist dann schon soweit okay. Also das sind auch Erfahrungswerte, die damit reinspielen. Also nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, boah, das muss aber auf jeden Fall im grünen Bereich sein. Das geht gar nicht, wenn man das so macht. Doch, das geht. Das weiß ich einfach aus der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren mit dem Zahnriemen gesammelt haben. Und das ist eine ganze Menge Erfahrung, weil ich weiß nicht, wann das mit den Zahnriemen losging, aber ich war schon immer ein Fan davon, auch solche Räder im Geschäft zu haben und auch selbst ein Rad mit Zahnriemen zu fahren. Und auszuprobieren. Also das mal kurz zum Zahnriemen. Der kann 30.000 oder 20.000, je nach Pflege, je nach Witterungsverhältnisse beim Fahren und so weiter, kann dieser Zahnriemen halten. Oh, ich bin extrem also ich habe mich gerade angestrengt beim Fahrraddrehen. Naja, nun. Ich bin noch gar nicht wieder in Form. Das ist aber auch ja Jahresanfang und Das Thema gute Vorsätze haben wir auch alle. Also falls du da jetzt darüber nachdenkst, kaufe ich mir ein Fahrrad oder kaufe ich mir ein E-Bike? Die Frage kann man sich auch heutzutage noch stellen, auch wenn man meint, so es fährt doch eh jeder E-Bike. Das stimmt nicht so ganz. Mein Tipp ist aber, gerade wenn es so ist wie bei mir und du sagst so, boah, ich bin irgendwie ganz schön fix außer Atem, fahr mit dem E-Bike los und komm auf ein gewisses Trainingslevel, ist immer noch besser als gar nicht zu fahren oder sich zu quälen und die Lust zu verlieren mit dem normalen Fahrrad. Und falls du dir da ganz unsicher bist, welches Rad nehme ich überhaupt, was ist das Richtige für mich, kann ich dir einen Tipp geben. Schau mal auf hogendorn.de, da kannst du nämlich einen Termin zur Fahrradberatung buchen. Und dann wirst du vorab einmal ausgemessen, dann gehen wir sämtliche Fragen durch, sodass du nachher wirklich das Fahrrad oder Pedelec bekommst, das perfekt zu deinen Körpermaßen, aber auch zu deinem Einsatzzweck passt. Wichtig ist nur Termin buchen vorher. Ja, und jetzt zurück zum eigentlichen Thema vom Video. Weil ich habe ja gesagt, kann man das in der freien Wildbahn machen? Auf einer schönen Fahrradtour habe ich dann leider doch einen Plattfuß gehabt und kann ich mein Hinterrad einfach so selbst ausbauen und wieder einbauen. Also wenn du mit Werkzeug umgehen kannst und dir das selbst zutraust, hast du gesehen, das ist relativ einfach. Und das Spannende ist, das Hinterrad sitzt nahezu identisch wie vorher. Du musst halt nur die Punkte beachten, die ich im Video auch erklärt habe.
Falls du dir unsicher bist, schaust entweder nochmal das Video oder du hast eine Wertgarantie mit Pickup-Service zum Beispiel und lässt dich auf einer Tour einsammeln und zur nächsten Fahrradwerkstatt bringen. Also auch das gibt es beim Fahrrad heutzutage. Haben wir auch ein Video auf dem Kanal hier, kannst du auch mal gucken. Und ansonsten sage ich, Daumen hoch da lassen für das Video. Gerne darfst du dieses Video teilen und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn jetzt, weil das Thema Roloff, das ist auf diesem Kanal auch breit vertreten. Da wird auch immer wieder was folgen, wenn da was Neues kommt. Und ja, wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann!